kamen leise und urplötzlich. Sie waren hässlich und tödlich. Hollywood schickte sie uns aus dem Weltall direkt auf die Leinwand. Und dort wüteten sie dann so grauenhaft, dass sogar die Heldin am Ende keine Chance hatte. Die Aliens jagen weiter, diesmal die Zuschauer. Ja, auch sie könnten zur Beute werden, wenn sie sich nach London wagen. Ängstigen, sich erschrecken wollen, das bindet den Pilgerstrom, der vor Alien War Schlange steht. Vor allem an den Wochenenden drängeln sich Briten und Besucher aus aller Welt vor den Eingangstüren im Keller eines Einkaufszentrums. Und schon dort kracht und knallt es. Unter den Mutigen sind auch Oliver und Thomas aus München. Sie sind Austauschstudenten, ihre Gastgeber haben sie hierher geschleppt. Sich einmal gruseln gehört zum modernen Besuchsprogramm, die Kosten dafür 15 Mark. Ja, aufgeregt bin ich schon. Also man sieht halt die Leute rausrennen und schreien und ein bisschen Action und so. Ja, also schon ein bisschen gruselig. Vor allem sowas gibt es ja in Deutschland überhaupt nicht. Und auch gerade so zu Spielhallen und so, man kommt da ja erst immer ab 18 rein. Und von daher ist es dann schon mal auch eine ganz andere Erfahrung. Auch. Hier dürfen sogar die Allerkleinsten hinein. Nur wer ein schwaches Herz hat, so ein Hinweisschild, sollte die Finger von den Monstern lassen. Ich war schon einmal hier. Es macht solche Angst. Vor allem die Fans der Alien-Filme ahnen, was hier auf sie zukommen könnte. Aliens sind schnell, klug und fressen jeden und alles. Selbst die Superheldin der Trilogie ging bei der letzten Folge drauf. Und dann werden sie mich töten. Ganz bestimmt. Schnell. Einfach und schmerzlos. Die Überlebenschancen stehen also schlecht. Doch spätestens, wenn man hineingebeten wird und sich die Türen hinter einen schließen, gibt es keinen Rückzieher mehr. Ein Marinesoldat gibt den Neuankömmlingen letzte Tipps, wie man möglicherweise entkommt. Zeit für ein letztes Gebet. Sobald man sie im Dunkeln hinter der Eingangstüre hat, denken viele, oh Gott, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Man weiß sofort, wer Angst hat. Manche werfen ihre Köpfe hin und her, wollen sehen, was passiert. Manche bewegen sich nicht und rollen nur die Augen. Dunkelheit, Geräuschkulisse, Theaterdonner. Aliens zum Greifen nah. Und kein rettender Kinosessel in der Nähe. Am Anfang recht dunkel auch und dann recht ruhig und manchmal ist man dann auch allein in der Gruppe und man weiß ja nicht, was geschieht und so und gut, das Ganze ist spannend so. Die Schauspieler tun ihr Übriges, um die Show in Gang zu halten. Schreien, schießen, lärmen, die Besucher in Bewegung halten, sie nicht nachdenken lassen. Dazu kommt noch die klaustrophobische Enge der Korridore. Aus jedem Winkel und jeder Ecke könnte jederzeit ein Alien springen. Und was der dann mit einem anstellt, weiß man lange nicht genau. Wenn man kühl bleibt, dann funktioniert das nicht. Man muss dran glauben, dass man mit den Marinesoldaten da durchgehen muss und dass man fürchtet, Gott, ich werde sterben. Vom Sterben ist hier oft die Rede. Wohl deshalb ist der Schreck gewaltig, wenn das Monster schließlich aus seinem Versteck krabbelt und zupackt. Ein Besucher oder ist es ein Schauspieler, wird davongezerrt. Ein Blick hinter die Kulissen. Jason ist Student und mimt schon seit einem Jahr den Alien. Dafür zwängt er sich täglich für 6 Stunden in sein Gummikostüm. Er soll, so sein Auftrag, Leute erschrecken. Aufessen muss er sie nicht. Für Jason eine dankbare Aufgabe. Tja, das macht wirklich großen Spaß. Man kann durch die Maske diesen Angstausdruck auf ihren Gesichtern sehen und das ist schon sehr lustig. Minuten
Minuten dauert der Wettlauf mit dem Tod. Dann öffnen sich endlich wieder die Türen. Heraus stürzen gebeutelte Gruppen. Sie werden die Survivors genannt, die Überlebenden. Man kann sich also gratulieren. Es ist so fantastisch und gruselig zugleich. Es macht solche Angst, aber gleichzeitig ist man völlig fasziniert. Ja, das ist immer eine Mordshektik. Jeder will gleich wohl oder wohin und so. Also. Ja, vor allem, es kommen dann auch so Sachen, wo ja, einer alleine stehen lässt und sagt, jetzt wartet ihr auf mich. Und dann, genau in dem Moment passiert irgendwas. Das kam dann irgendwie ein Alien oder so auf einen zu. Und von daher, das war einfach, man soll denn. Man hat sich dann halt gleich zu erschrecken, dann hat er schon von hinten oder von weit da vorne gerufen, lauf, und dann sind viele andere losgerannt. Das war halt geschafft, überlebt. Zeit für eine neue Runde Alien War.